steht die Mannschaft jetzt, ja. Hoffen wir's. Gut, dann brauchen wir Team Dynamik. Was ist denn nun los? Hallo? Das war eben noch minus 50 und jetzt auf einmal ist es. Das ist echt unglaublich, so, So, du hast gut trainiert. Bring den ein bisschen nach oben. Ja, eigentlich müssen wir einen weggeben. Also, Scharitschew sollte man vielleicht sogar verleihen. So, also es muss Flanken verbessern. Günther. Ja, das ist jetzt die große Frage. Da müssen wir erstmal reingucken. Nicht, dass wir da wieder was sagen. Kopfballpräzision, wo haben wir Robustheit? Okay, er muss stärker werden. Murk will Stammspieler in der ersten Mannschaft sein. Ja, ihr seid doch aller Frechers gekommen und fangt schon an rumzumosern, dass ihr keine Stammspieler seid. So, gib im Training alles. Mal gucken, was da kommt. Mal sehen, was in dieser Saison noch geht. Das hört sich gut an. So, was haben wir mit dem hier? Wieso muss der sich den Kopfball verbessern? Das ist doch ein Innenverteidiger. Da ist doch... Nee, Kopfballpräzision. Tatsache, Kopfball ist er nur bei 74. Sag mal, was habe ich denn für Leute verpflichtet? Muss ich bei Kopfball verbessern. Hellenius, du hast gut trainiert. Super letztes Spiel. Ja, ich versuch mal hier, vertragt euch wieder. Okay, er lehnt ein Gespräch auf seine Initiative her ab. So, wo haben wir eigentlich Beckert? Vertragt euch wieder. Das darf nicht wahr sein. Was geht denn mit dem? Was hat der denn geraucht? Alter, ey, so manche hier in den, also in dem Spiel, die sind echt, da könntest du reinschlagen. Ja, ich würde ja gern mit denen reden, aber dann sollten sie irgendwie vielleicht auch gescheite Texte da reinmachen, dass ich mit denen reden kann. Was hat er denn für Ziele? Stammspieler möchte defensiv stabilen Team werden. Kann er, sind ja Ziele. Stammspieler werden will, dann muss er mal im Training alles geben. Dann kann er auch die Chance, Stammspieler zu werden. So, trink's mal loben. Super letztes Spiel. Murk hatten wir schon. Amat. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Sehr schön. Und dann sind wir auch da oben wieder auf 89. Ja, schwierige Kommunikation ist halt echt Pickard. Ich verstehe nicht, wo sein Problem ist. Das Gehalt ist scheinbar sein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir mal Vertragsgespräche. Der ist ja 27. Da können wir Spaß haben.
Packard ist ein guter Mann momentan bei uns. Der hat sich's verdient, ein bisschen mehr zu verdienen. Tja, du bist mein wichtigster Spieler. Das ist das super. Direkt in den Vertrag eingesetzt. Du bist mein wichtigster Spieler. So, 3,5 Millionen. Möchte im Ausland spielen. Spielst doch im Ausland. Bist doch Tschecher. Hm? Alter Schwede, ja. Was soll ich sagen hier? 8.000 für ein Tor. Oh, 7.000. Okay, 8.000 Auflaufprämie will er. Hey, wenn du 3,5 Millionen verdienst. Ich sag mal, wie geldgeil kann man eigentlich sein als Fußballspieler? So, da muss er ein bisschen runter und dafür kriegt er hier. Wenn wir Meister werden, da soll er mal für kämpfen. Und er kriegt, was kriegt er noch? Er kriegt noch 500.000. Wenn er 4 internationale Spiele für uns gemacht hat. Das ist doch mal ein Deal, oder? Jetzt soll er sich mal nicht so lumpen lassen hier, der Hund. Können wir uns das überhaupt noch leisten? Können wir uns gar nicht leisten. Gehaltsbudget hat nur noch 574.000, wenn ich dem das jetzt anbiete. Das wird ja dann jetzt in der Winterpause in Kraft treten, oder? Vertragsbeginn 31.07.2013. Ja, gucken wir mal, was passiert. 3,5 Millionen wäre man, glaube ich, bestbezahltester Spieler. Wenn er dafür Ruhe gibt, kann ich damit leben. So, Angriff. Abwehr. Torhüter Dingens, Kirchens. Das haben wir an. Den Packard brauchen wir. Der macht Tore. Das ist das Problem. Der macht Tore. Es kann allerdings sein, wenn Hellenius besser wird, stärker wird, dass er am Packard vorbeizieht. Und dann haben wir ein Problem. Dann ist er nämlich nicht mal unser wichtigster Spieler. Und wir bezahlen ihm 3,5 Millionen. Also alles nicht so ohne. So. Alter Schwede, ey, hier ist aber auch echt... Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber die werden leider nicht mehr die so viel Zeit haben. Also zumindest der Rat hat keine Zeit mehr. Dem sein Vertrag läuft bald aus. Und wenn der hier nicht bald über die 60 kommt, war es das für den auch. Hardcore ist aber so. So, und hier unten haben wir schon 63er Stürmer. Der wartet im Prinzip nur drauf, dass er einen Vertrag für die zweite Mannschaft kriegt. Professioneller Innenverteidiger. Das ist einfach, das ist ein Drama. Wir haben sie in der B-Jugend, haben wir die Leute, die wir eigentlich in der ersten Mannschaft bräuchten. Ja, da soll man mit Günther, soll er sich mal anfreunden hier. Da unten haben wir noch einen. Wir haben so viel gute Leute. Ich glaube, ich muss mal offscreen, muss ich mal die Jugendmannschaft durchgehen. Ja, weil wir haben momentan haben wir ein Problem. Wir haben so viele neue Leute verpflichtet. Wir haben hier zum Beispiel einen 63er Stürmer. Den könnte ich eigentlich, bevor er auf der Bank versauert, könnte ich den eigentlich mal kurz... normalerweise, der müsste eigentlich auf die Bank. Sagen wir es mal so, auf der Bank versauert ist ein Witz, weil der ja gar nicht auf der Bank ist. Also wenn ich hier das beste Team aufstellen würde, wird das alles schon ein bisschen anders aussehen hier.
Normalerweise müssten wir auch das beste Team aufstellen, aber ich denke da nicht ergebnisorientiert. Ich denke hier unten mehr ausbildungsorientiert. Und selbst da müsste ich sagen, dass der besser ist wie der und deshalb müsste der eigentlich auf der Bank sitzen oder sogar auf dem Platz stehen. Wie sieht's denn aus in der zweiten Mannschaft? Ja, da haben wir den ja. Calleja. Da haben wir Calleja und der soll besser werden. Das nächste Problem, ja, weil ja, was soll ich sagen, ne? Wenn ich den nicht spielen lasse, wird er auch nicht besser. Warum ist in dem seine Stimmung so mies? Was verdient denn der bei uns? 650.000, das ist doch ein gutes Gehalt. Warum ist in dem seine Stimmung so mies? Also ihr seht, was mein Problem ist. Wir haben zu viel Stürmer eigentlich in der zweiten Mannschaft. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, was haben wir denn hier sonst noch so? Geht nichts voran hier. Ich bin so beschäftigt mit Nachdenken und mit Machen und mit Tun, was ich mit meinen Leuten mache. Wir haben zu viel. Wir haben momentan zu viel. Ich glaube, wir müssen einfach den Wechsel abwarten, wenn die Saison rum ist und Leute in die A-Jugend übergehen. Wie wir das Ganze dann aufbauen hier in Zukunft. Weil, also ich meine, das ist einfach bescheuert. Ja, ich müsste jetzt praktisch den hier auf der Bank vergammeln lassen. Man müsste eigentlich den Niklas Dau einsetzen. So, Pom. Also wenn man es rein danach nimmt. Wir haben keinen Linksverteidiger, dafür haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Rechtsverteidiger. Super. Das ist krank. So, der spielt links, der spielt rechts, der sitzt auf der Bank. Und die beiden, obwohl sie sehr gute Talente sind, gehen bei uns zurzeit unter. Müssen warten, dass Plätze frei werden. Dann haben wir defensive Mittelfeldspieler. Das gleiche Problem. Eigentlich müssten wir den da direkt heimschicken. Der ist gleich alt wie der andere, aber wir brauchen ja noch einen Ersatzspieler. So, linkes Mittelfeld, keine Ahnung, was links spielt, aber den linken Mittelfeldspieler haben wir nicht eingesetzt links, weil die zu schwach sind. Das muss man sich mal geben, die sind zu schwach. So, dann haben wir einen zentralen. Moment mal. Was spielt denn links? Und links außen spielt er. Wieso? Weil die immer noch stärker sind wie die. Es darf nicht wahr sein. Ändern wir trotzdem mal. Verzichte ich auf einen Punkt und setze lieber einen ein, der ist dort, der vielleicht besser wird, wenn er eingesetzt wird. Sagen wir es mal so. Der hat ja auch einen Mentor. Ja gut, zentrales Mittelfeld muss hier eigentlich umgelernt werden. Da ist dann wieder die Frage, auf was lernt man die eigentlich um? Auf defensiver Mittelfeldspieler lernen wir den um. Ist auch interessant. Ja, haben wir einen 58er auf dem Platz stehen. Also das sind halt so die Probleme, ja. Das ist ein Wahnsinnstalent. Jetzt müsste ich den eigentlich einsetzen. Aber wir haben hier oben einen, der ist defensiver Mittelfeldspieler und der hat halt schon starke 58. Ach, ist das ein Krampf. Das ist ein Krampf. Wirklich, ohne Scheiß, das ist ein Krampf. Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Ja, das ist der Stärkste. Von der Stärke und vom Talent her ist das die stärkste Vertretung für den Öztürk. Sonst ist der Wettklo noch dazu gekommen, auch neu verpflichtet, 15 Jahre gerade mal einen Stärkepunkt schlechter. Das heißt, da oben die beiden, die müsste ich eigentlich schon rausschmeißen. Die könnte ich schon heimschicken, weil weiß nicht, was ich mit denen soll. Hier die links außen auch, ja, ich meine. Für was? Und das sind Wahnsinnstalente, das ist das Problem. Ich gucke auf die Talentsterne und sage, die sind zu gut, ja, aber die haben eine Stärke von 50 und der andere 62. Bis der, was? Dann habe ich da oben noch rechte Mittelfeldspieler, ja, die im Prinzip, wenn man es genau nimmt, das ist auch ein Witz, ja. So, eigentlich muss der Nico Zimmermann auf die Bank. Der ist stärker und hat mehr Talent. So, und da spielt ein Rechtsaußen und ich habe einen, normalerweise, ich müsste den runterstreichen, damit ich hier einen Kader habe, der passt. Aber dann steigen nächstes Jahr welche auf und dann geht der ganze Kram wieder los. Deshalb hebe ich lieber ein paar auf und sage, nee, ist gut so. Aber ob ich einen 46er da wirklich halten soll, das ist dann halt doch schon fraglich. Ob ich hier nicht irgendwo eine Grenze einfüge, nach dem Motto, so alles, was unter deren der Stärke ist, wird jetzt heimgeschickt, weil kann ich eh nicht brauchen. Ich meine, ein Wahnsinnstalent. Aber bis der die Stärke erreicht hat, dass ich ihn in meiner zweiten Mannschaft später mal einsetzen kann, ne, da vergehen Jahre. Und das hier ist halt, das ist die Jugendspieler-Elite, ne? Die werden jetzt durchgedrückt. Nächste Saison A-Jugend. Nach der A-Jugend in die zweite Mannschaft, nach der zweiten Mannschaft. Geht's oben weiter. Also, da ist einiges im Umbruch. Und hier auch. Und deshalb habe ich auch hier so lange gerätselt, ob es das lohnt, den für 1 Million weiter zu verpflichten. Weil es ein 67er Stürmer im Prinzip. Ne, ist noch nicht mal eine hängende Spitze. Das ist ein 63er Stürmer. Und in der Jugend habe ich einen 63er, den ich hochschieben hätte können, ja. Und ich habe hier noch jede Menge andere Stürmer, wo ich auch nicht weiß, was ich mit denen mache. Das sind halt alles so Probleme, die man da so hat, die nicht sein müssten. Also eigentlich müsste ich den versuchen zu verkaufen. Was hat denn der für einen Marktwert? 1,1 Millionen. Spiele anbieten. Ich kann den gar nicht verkaufen. Laie mit Kaufoption. Leihgebühr 250.000. Gehaltsübernahme 75%. Bisschen was sollen die auch zahlen für den? Und dann dürfen sie für eine feste Ablöse von 1,1 Millionen übernehmen. Dann haben wir draufgelegt. Das war die Frage. Lohnt sich das überhaupt zu verlängern? So, Frage hat's. Ja, hat's. Es gibt Interessenten. Hat Nase voll vom aktuellen Verein. Den werden wir los. So, kriegen wir 250.000, zahlen 750.000 Gehalt. Es gibt ein Nullsummengeschäft, an dem verdienen wir nichts. Wir hätten den auch ablösefrei einfach gehen lassen können. Ja, ist so. Das war das, was ich meinte, als ich mit dem verhandelt habe. Ob das überhaupt Sinn macht. So, dann können wir nämlich einen von den Jungs hier in die zweite Mannschaft ausleihen. Und können dann Lück noch auf den Platz stellen.
macht doch mehr Sinn, ja? Gute Leute ausbilden macht viel mehr Sinn. So, und dann würde ich sagen, schicken wir den hier. Was hat der für ein Torriecher? 73 und der andere? 65. Gelassen, anpassungsfähig, tiefer, sturmfleißig, ehrgeizig, schwache Nerven. Aktion, in den Kader berufen, zweite Mannschaft, 4 Wochen. Pong. Und das werden wir eine ganze Zeit lang jetzt so runterspulen. Sonst brauchen wir noch einen Stürmer. Haben wir noch einen Stürmer, einen guten? Oh, einen 58er. Dann machen wir es doch so. Ja, das ist das, was ich meinte, ja. Dann haben wir hier jetzt einen Stürmer, der wirklich Ersatz ist. Und den Rest, ich weiß nicht, was ich mit denen treiben soll. Jetzt ohne Witz, ich halte mich hier schon wieder stundenlang in diesem blöden Management auf. Sorry, Leute, ich weiß, ihr wartet alle, dass wir wieder mit der Saison loslegen. Aber versteht ihr, das ist genau das. Ich bin hier, der Verein ist so zugemüllt mit Spielern, wo ich sage, pff, ja, Hasler zum Beispiel, den Vertrag lassen wir einfach auslaufen. Und Schimmel wahrscheinlich auch. Da kümmere ich mich gar nicht drum. Also ich weiß nicht, da wird es eh keinen geben, der den kaufen will. Können wir das irgendwie so machen, dass wir die gar nicht einsetzen auf die Bank? Und den auch nicht? Ja, dass unsere Bank nur aus 3 Leuten besteht? Weil jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, was willst du mit denen anfangen? Die sind so schwach, die haben nichts drauf. Das ist einfach nur, dass es Nerven kriegt, dass du die überhaupt mitschleppen musst. So, Training haben wir, zweite Mannschaft haben wir, Kalender. Kalender sagt, wir haben ein Ligaspiel. Alter. Wir verhandeln mit dem hier. Was machen unsere Scouts? Die haben keine Aufgaben. Da müssen wir natürlich neue Aufgaben zuweisen. Ja, kriegen Geld. Trainerschulung macht der Co-Trainer. Cageball beobachten. Bolzplatz Einwein macht unser Einweihungsspezialist. Hallenturnier beobachten. Und Beachsoccer beobachten. So, dann haben wir noch einen frei. Der im Blickfeld. Haben wir irgendeinen im Blickfeld? Nö, haben wir nicht. Tja. Realistisch ist Mongil dabei. Und wenn ich den jetzt haben will, ablösefrei, und dann sagt er nö. Naja, kannst du machen, nix. Musst du gucken zu, wir haben halt unsere Problemchen. So, haben wir wieder Kohle zu vergeben? Nee, haben wir nicht. Können wir Transfer darüber schieben? Nö, können wir gerade auch nicht. Ja, müssen wir einfach durch. Merchandising brauchen wir jetzt gerade mal nicht reinzugucken. Ich halte mich eh schon wieder viel zu lang hier auf. Infrastruktur, ja gut. Fast volles Stadion. Da haben wir dann auch schon andere Werte. Hier unten muss ich mal abändern, hier in billig. Billig und 2 Euro bitte. Weil wir müssen die Kosten reinkriegen. Und ab hier 1,50 Euro. So, Statistik, ja, wir haben 10.000 Miese gemacht, das geht ja noch. 10.000 Miese ist ja nichts. Bei 360.000 plus. 10.000 Miese ist okay. So, privater Bereich haben wir schon, oder? Nee, wir sind fit, wir können nur noch Golf spielen. Bis wir das auch nicht mehr können, dann weiß ich nicht mehr, was ich da noch machen soll. So, wegkommen wir eh nicht, deshalb brauche ich hier nicht gucken. Gucken wir hier nochmal schnell rein und dann würde ich sagen, was lernen wir eigentlich gerade für Sprachen? Spanisch.
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir auch noch Französisch lernen würden. Dann versteht er uns vielleicht, der Kollege. Obwohl, wollen wir? Nee, wir kriegen dann Angebote vielleicht noch aus Frankreich. Nee, dann lieber Italienisch. Italienisch. So, macht ein bisschen mehr Sinn. Italien hat auch interessante Clubs. So, dann würde ich sagen, drücke ich mal endlich lang ersehnt diesen Weiterknopf. So, Leihe. Leihgebühr, Gehaltsübernahme 70%. Darf gegen eigenen Verein spielen. Ach so, nee. Das da oben sind die Vertragsparameter von Hertha BSC Berlin. Ja, gebe ich den, oder? Ist er weg. So, Kies. Borussia Dortmund bietet 4,5 Millionen. Für Kies. Tschüss. So, Wurz ist ausgeliehen, der ist weg. Tschüss, ab nach Hertha. Wir zahlen und haben nichts mehr von ihm. Ablöseverhandlungen für den sind gescheitert und Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, privater Bereich, wir gehen Golf spielen und wir klicken weiter. Ich will jetzt ein bisschen vorankommen hier. Mal gespannt. Ich habe schon wieder hier eine riesen Aufnahme am Start. Kies wechselt nicht zu Borussia Dortmund. Ja. Oh Wunder. Und das reicht ihm nicht, oder was? Hat er ein Problem? Was ist dem sein Problem? Okay. Jetzt hat er unterschrieben. Ich wollte ihn gerade anbieten. Wenn er es nicht unterschreibt. Also wenn er jetzt nochmal verhandelt, hätte ich ihn verkauft. So, 3,5 Millionen verdient er jetzt. Super, oder? Wahnsinn. Eigentlich wäre das doch jetzt Anlass für den. Aber wir können gerade nicht mehr sprechen. Sich wieder zu vertragen mit dem anderen Stürmer, den wir da noch haben, oder? Sind doch jetzt Teamkollegen und beide haben Vertrag. So, Handicap 12 beim Golfen. Wir werden immer besser beim Golfen. Ja, mindestens einer unserer Scouts hat nichts zu tun. Nee, es sind sogar noch mehr, weil hier ist schon wieder fast alles durchgelaufen. Es ist ein Drama. Ja, und wir haben nichts auf dem Blickfeld, was wir beobachten müssten. Wir sind bestens informiert. Ich nehme mal den 77er und mach mit dem mal. Eine Mannschaft beobachten und mach mal was ich vielleicht schon hätte länger mal tun sollen. Jugend Dortmund, Jugend Bayern. Jugend Gladbach, Jugend Leverkusen, Jugend Schalke. Ansonsten dürfte eigentlich fast kein Verein mehr dabei sein, doch vielleicht noch Stuttgart. Stuttgart hat auch eine gute Jugend. Arbeit normalerweise. Aber jetzt dürfen wir eigentlich fast alle haben. Hannover. Na gut, das ist, ich will es nicht übertreiben. Ich will lieber. Nee, komm. Wir nehmen die 5. Auf den Scout.
Und der soll die mal durchkeulen, dass wir da vielleicht ein paar junge Talente finden. Und hier weiß ich auch nicht, was ich mit den Jungs machen soll. Eigentlich muss ich es löschen. Dass wir wieder Luft kriegen hier. Drama. So, Komponenten. Ach, Komponenten sage ich schon. Ja, komm. Ist egal. Ihr guckt auf die Uhr. Es ist spät. Ich mache hier Monster-Aufnahmesession gerade. Ich weiß gar nicht, wie viel Parts ich hier schon habe. Sintflutartige Regenfälle, Spiel abgesagt. Auf 24.01. verschoben. So, Scouting abgeschlossen. Wann ist das Spiel jetzt? Dienstag. Und dann haben wir Samstag Spiel. So. Müssen wir hier natürlich noch Trainingsplan einfügen, ganz klar, ne? Sonst haben die an dem Tag frei, wollen wir natürlich nicht. Oh, wir hätten laufen können. Machen wir dann am nächsten Tag. So, neue Fanartikel bereit zur Markteinführung. Ja, lass mal gut sein. Wir liegen gut. Der hat Trainingsziel erreicht. Freut mich für ihn. Interessiert mich nicht. Der ist 17 und schwächer wie die Leute in der B-Jugend. Die Scout-Datenbank liefert auch schon lang keine Erfolge mehr. So, wir gehen laufen. Und wir machen einen Tag weiter. Das will ich noch schaffen. Bis Montag will ich noch kommen. Tja, die anderen haben gespielt, wir nicht, deshalb sind wir einen Tabellenplatz abgerutscht. Ihr Jugendspieler, 53, Stürmer, 18 Jahre, befindet sich in Verhandlungen mit Bayern 04 Leverkusen. Wenn sie ihm allerdings einen sofortigen Zweijahresvertrag geben, nö, der ist zu schwach. Sollen die sich mit dem rumärgern? Ja, es ist so. Sollen die sich doch mit dem rumärgern? Das ist doch nicht mein Bier. Der soll froh sein, dass er bei uns trainieren darf. Wir kriegen Ausbildungsentschädigung. Thema durch. So, Zuba wechselt von Atlanta Bergamo zu Zenit St. Petersburg. Auch ein ehemaliger Spieler von uns. Der war nämlich bei den Grasshoppers Zürich, als wir dort trainiert haben. Und ist dann für 4,9 Millionen nach Atlanta gegangen, als wir dort weg sind. Haben die den verkauft. Ja, jetzt geht er nach Zenit. Cooler Mann. Hätte ich auch gern bei uns im Team. Hab ich irgendwie verpasst. Ist ja aber egal. So, Autosave. Endlich ist die Woche rum. Ich habe ja für die Woche jetzt nur eine Stunde und 20 Minuten gebraucht. Das ist echt unglaublich. So, und dann gibt es Scouting ist abgeschlossen. Und dann müssen wir der Trainingspläne alles drum und dran machen. Und ich bin dann einfach mal hier, ja, sozusagen jetzt durch mit meiner Aufnahmesession. Morgen geht's weiter. Macht's gut.